könnte man ja relativ einfach regeln. Ja, noch was dazu zur Bahn? Oder? Ja. Ja, Förderung der Bahn könnte man dadurch erreichen, indem wir es eben schaffen, aber da kriegen wir unsere Politiker wohl hin, die erste Demokratie. An dem Schweiz hat es ja geschafft vor vielen Jahren. Wir haben ja die erste Demokratie eines sehr, sehr vielen Themen, was man realisieren kann. Wir haben auch über die Bahn 2000 eben, haben sie dafür entschieden und haben eine Menge Geld in die Bahn gesteckt und bauen aber Bahnstrecken anders aus als in Deutschland, wie von der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg oder Frankfurt. Die Leute nur auf einem Abschnitt dann und dann steht man in den Köln oder Frankfurt in einer halben oder dreiviertel Stunde, bis man in diesen Nahverkehr kommt. Sondern die Schweiz setzt dann in dem Zusammenhang Baustrecken gezielt aus für einen integralen Taktfahrplan. Das heißt jetzt auf Braunschweig mal bezogen. So als Beispiel, wir haben hier 10 Richtungen. Die Züge würden dann aus den 10 Richtungen kurz vor der vollen Stunde alle ankommen und kurz nach der vollen Stunde alle abfahren. Man hätte aus und in alle Richtungen Umsteigmöglichkeiten und hätte ganz schnell sehr viele Verbindungen schneller gemacht. In der Zeit nicht möglich. Das wäre eine andere Möglichkeit, eben die Bahn zu verbessern. Und die Schweiz macht das eben, die steckt viel mehr Geld rein, kommt natürlich auch Straßen aus, aber steckt viel mehr in die Bahn. Und deswegen ist das Angebot auch viel besser. Die fahren auch Hauptstrecken von 3 Stunden Tag im Fernverkehr. Da können wir nur von träumen. Das ist zwar teuer da, allerdings haben die auch ein wahnsinniges Angebot. Und ja, mit der ersten Demokratie würden wir das hinkriegen, aber das müssen wir von unseren Politikern einfordern, aber die haben dann natürlich Angst, dass wir dann nicht mehr so viel entscheiden können, sondern die Bevölkerung dann entscheiden. Ja, es waren richtige Beiträge. Ich habe das Begriff integraler Taktverkehr, der gerade indirekt angesprochen wurde, der Begriff der Netzgeschwindigkeit anstelle der Geschwindigkeit zwischen großen Städten nicht benutzt, aber darum geht es im Grunde. Die Schweiz hat im Jahr 2005 oder 2006 den integralen Taktverkehr schweizweit eingeführt, wo es so läuft, wie es dargelegt wurde, wo praktisch alle schweizerischen Städte, 48.000, 50.000 Einwohner, in den Fernverkehrsnetz eingebunden sind, wo zur vollen Stunde, zur halben Stunde alle Züge aus allen Richtungen ankommen und weiterfahren und dadurch an die Umsteigeverluste, Zeitverluste extrem minimiert wurden, obwohl man die Geschwindigkeit einer Züge nicht groß erhöhen musste. Und dadurch die Person, die Fahrgäste einen unwahrscheinlichen Gewinn an Zeit erleben und die Bahn insgesamt einen unwahrscheinlichen Vorsprung gemacht hat. Also spielt auch eine Rolle, dass die Schweizer Preise bei der SBB zwar so sind, wie es kurz mal so zwischen reingerufen wurde, nominal gesehen zunächst höher, aber 80% der Schweizer Bevölkerung rechnet nicht 1:1, sondern rechnet, ich habe eh das Halbtagsticket, das ist die Bahncard 50, oder gar das Generalabonnement, das ist die Bahncard 100, die Jahreskarte und so weiter. Und entsprechend sind die Preise deutlich niedriger in der Realität der objektiven Benutzer der SBB, als die Preise bei uns es sind. Und die Zahl ist auch richtig, die hier eingeworfen wurde, zumal von meinem Artikel von vorgestern der Jungen Welt stammt, ja, wonach gemessen an der Bevölkerungszahl der Schweiz die Schweizer und Schweizerinnen 10-mal mehr Halbtags- oder Bahncard 100 gekauft haben und 10-mal mehr Generalabonnements oder Bahncard 100 haben als bei uns momentan der Fall. Konkrete Zahlen: In der Schweiz haben 400.000 Menschen die Bahncard 100. Die Bahncard 100 ist bei uns ein Produkt für einen kleinen elitären Kreis. Ich gehöre dazu, seit 24 Jahren. Dann reiße ich mir den Spaß und kaufe jedes Jahr für 3.700 Euro in der zweiten Klasse und 5.300 Euro in der ersten Klasse eine Bahncard 100, um das ganze Jahr noch mobil zu sein und keine Fahrkarte kaufen zu müssen. Aber der Preis ist so exorbitant hoch bei uns, dass in Deutschland nur ein paar 10.000 Leute die Bahncard 100 haben. In der Schweiz haben 400.000 Leute, die das Generalabonnement, das gleiche ist, Bahncard 100, wobei die Schweiz ein Zehntel so groß wie Deutschland. Also das ist absurd, ja. Du hast Massenprodukte einfach. Die Preise, ich habe das nicht auswendig da, was die Preise für die Bahncard 50 oder Halbtagsticket oder die Bahncard 100 oder EA, ja, Generalabonnement sind, das ist nicht so entscheidend, aber es ist so ein Produkt, das massenhaft die Leute genauso dumm, in Anführungszeichen, rechnen wie ein Autofahrer. Ein Autofahrer rechnet, das Auto habe ich, schon bezahlt. Versicherung, schon bezahlt.
Steuern schon bezahlt. Also, die Fahrt von Braunschweig nach Berlin, ja, irgendwie 15 Euro irgendwas, Spritkosten und so weiter. Ja. Diese Mentalität ist problematisch, aber wie auch immer, hat eine gewisse Substanz, das ist alles schon da. Einer, der eine Bahncard 100 oder Bahncard 50 hat, der sagt, das habe ich schon bezahlt und damit halbiere ich alle Preise, dann wird es spannend, wenn der Preis normal von Braunschweig Berlin dürfte sein, schätze ich, 45, bitte? Wie viel? Einfach. Ja. Genau. Und damit ist ja eine Halbierung ist interessant, wobei interessanterweise eben die Halbtaxticket der Schweiz eben nicht nur bei der Bahn die Preise halbiert, sondern beim Schiffsverkehr, die für die Schweiz sehr wichtig sind, bei allen Seen die Preise halbiert werden, ein erheblicher Teil auch von Seilbahnen stark in der Zone dabei sind, ein großer Teil auch städtischen Verkehrsmittel dabei ist, bei der beim GA sind alle Schweizer Städte dabei. Also alle Schweizer Städte sind automatisch auch damit insgesamt frei und bezahlen schon mit dem GA. Das ist die PKW, die ich hier besucht bin, nach Schweiz, in den letzten 10 oder 20 Jahren. Bitte? Ist die PKW, die ich in der Schweiz entsprechend besucht oder trotzdem beschrieben? Das ist höher als in Deutschland. Und tendenziell trotzdem beschrieben. Sie steigen nicht in die Infrastruktur. Und sie steigen in den letzten Jahren kaum oder so. Gut wie nicht. Also sich entscheiden, das ist höher als in Deutschland. Wir haben jetzt nur den Zwischenruf, der aber hier kam, die Schweiz ist reich. Ja? Die Schweizer fahren auch die meisten Bahnkilometer pro Jahr. Bitte? Die Schweizer fahren auch die meisten Bahnkilometer pro Jahr. Ja, dreimal mehr, trotz des 1/10 großen Landes. Nicht so richtig, aber richtig ist auch, sie fahren auch mehr Auto. Ja? Also Bahn ist, sie fahren mehr Auto, sie fahren dreimal mehr Bahn als in Deutschland. Bei Fliegen weiter die Zahlen nicht genau. Das hat zu tun mit der extremen, ja, großen Reichtum. Keine guten Einzelnen. Fahren Sie mehr Auto oder fahren Sie mehr Auto? Sie fahren noch mehr. Also nicht alle, aber im Schnitt ist die Kilometerzahl der Schweizer mit dem Pkw mehr als in Deutschland.